Hallo Leute, wir sind wieder bei Fire Emblem und wenn ihr jetzt keinen Sound hört, liegt es das daran, dass es ein bisschen scheiße war. Die Aufnahme war viel zu leise und es sind jetzt 40 Minuten und ich muss jetzt nachkommentieren. Also hier schaue ich mir die Einheiten an, muss gegen Basper kämpfen und ich entscheide. Eigentlich wollte ich im letzten Part mit Colmin töten, mach es aber mit Franz, ist jetzt nicht so tragisch. So, töte ihn mit Franz. So, halt ein bisschen Damage. Hey, ich bin der mächtige Basba. Das ist nicht. So. Dann weiter. Bekommt XP viel. So. Und dann wollte ich mit Mulder Franz heilen. Ich weiß nicht, ob ich noch über was geredet habe. Naja, jedenfalls, ja, genau, das ist mir eingefallen. Ich wollte eigentlich schon machen, aber. Dann gehe ich da mit Mulder hin, heil einfach Franz, so. Entschuldigung, das war's gerade nebenbei trinken, meine Stimme ist ein bisschen. Wisst ihr? So. Hab Franz geheilt. Oh, und sorry, dass in letzter Zeit keine Videos gekommen sind, ich hatte ein bisschen Stress mit Schule und so. Und dann nehme ich mit, da wollte ich mit Franz einnehmen, mit Erika ein. So. Colm. Was denn? Ich hab doch gesagt, du sollst dir keine Sorgen machen. Ich hätte diese Banditen auch alleine dumm und dämlich rauben können. Na, vielen herzlichen Dank. Ich war so besorgt. Warte doch, es tut mir leid. Komm schon, fang nicht an zu heulen. Keine gefährlichen Abenteuer mehr, ganz allein. Schon gut, ich verspreche es. Du musst aufhören, ständig in Tränen auszubrechen, in Ordnung? In Ordnung. Ach ja, sieh das mal an. Ich habe deinen Spiegel gefunden. Weißt du noch, wie sehr du geweint hast, als wir Lag verlassen haben? Du hast doch gesagt, du hast doch ge hast gedacht, du hättest ihn verloren. Ich wusste, dass der deiner Mutter gehört hat und ich wusste, dass diese Strauchdiebe ihn gestohlen hatten. Also bin ich los und habe ihn zurückgeholt. Siehst du, was du zu erwarten hast, wenn du mir einen Auftrag erteilst? Genau, garantierten Erfolg. Colm. Ah, Colm. Hey, warum weinst du denn jetzt schon wieder? Komm schon, aufhören. Hör endlich auf damit, bitte, Navy. Das ist ja überaus rührend, aber ich glaube, du solltest besser Prinzessin Eirikas Armreif zurückgeben. Was redet ihr denn da? Wollt ihr etwa andeuten, ich hätte. Wow, schön langsam, nicht böse sein. Hier ist er doch, nehmt ihn. Also, sag mir, Junge, ist dies der Pfad, auf dem du dein Leben weiter beschreiten willst? Ich glaube, ich habe hier noch darüber geredet, dass ich die Animation ziemlich cool finde, den Dialogen und wie das dargestellt wird. Alleine durch diese 2D-Grafiken. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Alleine durch 2D-Grafiken. Wenn dir etwas an diesem Mädchen liegt, musst du von diesen dunklen Wegen abkommen. Ja, sicher doch. Wir müssen los. Erwarte nicht, dass wir dich noch einmal retten werden. Leb wohl. Hey, wartet doch. Lasst uns euch begleiten, ihr könnt uns hier nicht zurücklassen. Pardon. Amy und ich, wir haben kein Zuhause, in das wir zurückkehren könnten. Egal wohin wir gehen, es wird immer noch mehr Kämpfe geben. Seid doch Söldner, nicht wahr? Und nun, dann nehmt uns mit euch. Jemanden wie mich in eurer Nähe zu haben, kann sich als nützlich erweisen. Ich weiß, dass ich euch sehr hilfreich sein kann. Ich würde es vorziehen, nicht in weiter Ferne zu wissen. Aber ich werde. Entschuldigung, aber ich werde jener Entscheidung Lady Eirikas zustimmen. Doch ist unsere Pflicht keine leichte Bürde. Es bleibt nicht die Zeit, auf dich aufzupassen. Das ist schon in Ordnung. Wartet nur. Ich verspreche euch, dass ihr diese Entscheidung nicht bereuen werdet. Ich habe euren Armreif aus der Festung der Banditen geborgen. Hier habt ihr ihn zurück, Prinzessin. Vielen Dank, Seth. Du weißt, Vater gab mir diesen Armreif, als ich noch ein Kind war. Es gibt nur ein Gegenstück auf der Welt und dies ruht am Arm meines Bruders. Lady Arika, ihr müsst darauf achten, diesen Armreif niemals zu verlieren. Es ist der Beweis, dass König Fado die Zukunft von Nes seinen Kindern anvertraut hat. Seth, was ist das, was du mir verschweigst? Ich entschuldige mich, euer Hoheit. Wenn die Zeit gekommen ist, werde ich euch alles sagen, was ich weiß. Doch bis dahin, ich verstehe. Wenn du mir sagst, es muss warten, dann muss es warten. Ich vertraue dir. Dann sollten wir los. Für den Moment sind wir vor Banditen sicher, aber ich kann nicht sagen, für wie lange. Das ist erst der Anfang, nicht wahr? Wenn wir darauf hoffen, unsere Heimat zu befreien, wird dies Kampf um Kampf nach sich ziehen.
fürchte, so ist es, Euer Hoheit. Tag, an dem ihr und Prinz Ephraim die Freiheit und Ehre Renhes zurückgewinnt, wird mit Sicherheit kommen. Doch fürchte ich, dass er am Ende einer langen und trügerischen Straße liegt. Ich weiß, doch für diesen Tag muss ich kämpfen, im Namen all jener, die ich nicht zu retten vermochte. Werde ich uns nach Hause führen. Ich weiß nicht, was ich da besprochen habe, aber naja. Entschuldigung für das Geräusch. Ich weiß jetzt gerade echt nicht, worüber ich da gesprochen habe. Lass uns gehen, mein Bruder wartet. Carlo Burgfried. General Dunel. Selena, seid ihr schon lange zurück? Sagt mir, wie läuft die Kampagne in Renes? Anzeichen von Chaos im Überfluss. Briganten reiten ohne Furcht, die Schreie der Gemeinden erfüllen die Luft. Wenn Gralos Truppen nicht die öffentliche Sicherheit verstärken, wird die Situation noch mehr entgleisen. Und dennoch, seine Majestät hat uns noch keine Befehle erteilt. Vielleicht sollte ich nur dieses eine Mal die Führung übernehmen. Was mag seine Majestät nun denken? Zuerst der Bruch unserer seit langem fehlenden Allianz mit Renes, und dann eine Invasion ohne jegliche Vorwarnung. So hat er sich zuvor noch nie verhalten. Er verabscheut Gewalt. Und sind euch nicht die letzten Beförderungen aufgefallen? Wer hat sie denn erhalten? Sicherlich nicht jede Soldaten, die nur Gradus wohl im Herzen tragen. Ich fürchte, diese Invasion ist nur der Auftakt zu einem viel größeren Krieg. Es kommt mir vor, als wäre seine Majestät nicht mehr länger der Mann, den wir einst kannten. Entschuldigung, Moment. Glenn ist nicht von unserem Befehl zu. Und seine Diebe werden die Absichten seiner Majestät nicht in Frage stellen. Das weiß ich, Selena. Und trotzdem, das ist genug. Ihr beiden, seine Majestät hat uns zu sich befohlen. Hoffen wir, dass wir während unserer Audienz etwas mehr erfahren werden. Ich weiß zu schätzen, wie ihr eure bisherigen Befehle ausgeführt habt. Ihr seid die Hämmer, welche die Nägel des Willens des Imperiums einschlagen. Also das hier ist Imperator Vigarde. Werde doch weiterhin operieren, ohne zu zögern. Wenn ihr euch an den ersten Part erinnert, wohin ich euch auch schicken mag. Zu Befehl. Das ist der mittlere von den Einheiten. Dünnel. Das ist so eine Art Kavalier. Selena, die rechts unten, die Bitch. Und dann links unten, ein Drachenreiter. Das ist die andere Flugeinheit, das ist Glenn. Jawohl, Sire. Also es gibt ja zwei Flugeinheiten. Einmal Pegasus-Ritter und einmal Drachenreiter. Das ist meine prallende Reihe an Stärke mangelt, die verbleibende Nation ganz auf euch gestellt zu erobern. Sorry, dass ich das letztlich vorgelesen habe. Während der Invasion von Renes haben einige Soldaten durch ihre herausragenden Leistungen jegliche Erwartungen übertroffen. Ich habe sie dazu auserkoren, euch als neue Generäle im Dienst des Imperiums zu begleiten. Tretet hervor. Die Leistungen dieser Männer übertreffen selbst die euren. Ah, rechts, da habe ich noch drüber gesprochen, dass rechts eine coole Einheit ist. Dies ist eine meiner Lieblingseinheiten, wenn ihr sie rechts seht. Mit 6 verfügt das Imperium über 6 Generäle, die stark genug sind, das Land zu erobern. Habt ihr das verstanden? Hehehe, ich bin Reef, seine Majestät hat mir den Namen Blutbereel verliehen. Ich weiß, bin ein Neuling, doch bitte ich um eure Gunst. Verstanden. Ich bin Kaelach. Ich war ein Söldner, der in der Wüste kämpfte. Es scheint, als würde ich von einem Tigerauge genannt werden. Du bist ein hübsches Mädchen. Ja, ich würde es genießen, mit dir zu arbeiten. So trifft man sich wieder. Ihr kennt mich als General Walter. Doch werdet ihr mich fortan nur noch Mondstein nennen. Das ist Walter von Anfang an. Kennt ihr noch. Ich werde euch wertlose Hunde vor eurer eigenen Inkompetenz retten. Werdet mich später dafür danken. Walter, du Abschaum. Bleib friedlich, Glenn. Selena, Kaelach, ihr werdet mir Freldia bringen. Jawohl, Sire. Sicher, so gut wie erledigt. Brief, Dunel, euer Auftrag lautet, das Imperium zu verteidigen. Ich weiß nicht, worüber ich da geredet habe, keine Ahnung. Ich werde euch später noch individuell die Details anvertrauen. Nee, verstanden, Eure Majestät. Ihr befehlt, Sire. Und ich, Walter Glenn, auf euch warten andere Pflichten.
Ja, Euer Majestät. René ist es gefallen, aber Prinzessin Eirika ist noch immer flüchtig. Ihr Bruder Prinz Ephraim führt innerhalb unserer Grenzen den Widerstand an. Bring die Geschwister zu mir. Aber natürlich. So, dann sind wir in Kapitel 4, oh alter Schrecken. Da habe ich noch ein paar Einstellungen gemacht. Items. Ist jetzt nicht so wichtig. Könnt ihr euch ansehen. So, da haben wir ich erstmal den Langspeer Julium gegeben. Den Ross getragen hat. So. Habe ich darüber gesagt, dass ich Nemi eigentlich total scheiße finde. Ich finde, dass sie die schlechteste Einheit von allen ist. Ihre Stats sind jetzt auch nicht wirklich die besten. Und dass man halt total schutzlos ist, wenn man angegriffen hat. Also, wenn man jetzt gegen einen A-Kämpfer kämpft, dann greift es man total schutzlos, wenn man angegriffen hat. Weswegen ich das total dumm finde. Also, Bogenschützen sind anfangs nicht wirklich die besten Einheiten, meiner Meinung nach. Also, anfangs gibt es viel bessere. Anfangs sind die Nahkampfeinheiten eigentlich die besten. Weil die so viel aushalten. Also ich werde sie auf jeden Fall nicht trainieren. Das wollte ich damit sagen. Daher könnt ihr nochmal ihre Stats sehen. So, da rede ich noch darüber. Das hat eigentlich ganz. Naja, Stats. Entschuldigung. Und da seht ihr noch die Supports. Dadurch bekommt man ja Bonus-Stats. Und da habe ich darüber geredet. Es gibt so eine Webseite, die ist ziemlich cool. Da kann man die ganzen Supports nachschauen. Also diese Unterstützungsreden. Also diese Unterstützungs. Dinger, wo man reden kann mit na, bestimmt einer, wenn man lang genug mit der nebeneinander gestanden hat. Die nennt sich fesos.de, glaube ich, oder so. Das ist Fire Emblem, The Shrine of Seals. So heißt die Website. Da könnt ihr eigentlich alles nachschauen. Support, also Supports, also Unterstützung, Statistiken von Einheiten, all sowas. Das ist ziemlich interessant, wie man bestimmte Kapitel schafft. Und sowas halt. Also und so weiter und so weiter. Schaue ich mir nochmal das an. Also darüber habe ich nochmal ein bisschen geredet. Und ja, also falls ihr euch mal irgendwas fragt in Fire Emblem und ihr nicht an einer Stelle weiterkommt oder naja, irgendwie sowas wissen wollt oder so. Na, oder einfach eine Taktik wissen wollt. Dann geht einfach auf Phasos. Da könnt ihr einfach alles nachschauen, auch zu was sich Einheiten entwickeln, wann man Einheiten bekommt, aber kann man sich auch spoilern lassen. So, habe ich noch Story gegeben, da hole ich mir noch eine Waffe mit raus. Und zwar einen Wurfball. So, dann weiter. Da machen wir eigentlich nichts mehr. Und dann gehen wir dann gleich ins nächste Kapitel. Habe ich darüber irgendwas geredet? Ja, stimmt, genau. Con beeinflusst nicht nur, das habe ich schon mal gesagt, Con beeinflusst ja nicht nur Hilfe, Con beeinflusst auch noch, wie gut ihr mit Waffen seid, die jetzt schwerer sind. Zum Beispiel jetzt mit einem Wurfball. Keine Ahnung, ist eigentlich eine ziemlich schwere Waffe. Und Ross hat jetzt eher weniger Con, deswegen er jetzt, jetzt nicht so wahrscheinlich damit doppeln würde. Jetzt zum Beispiel Seth schon. Und Nami, wenn die jetzt so einen Stahlbogen hätte, naja, weil ein Stahlbogen ist jetzt nicht wirklich schwer. Die meisten Bogenschützen tun damit eigentlich alles doppeln. Aber ich werde Nami nicht benutzen. Mit ihrem wiedergefundenen Armreif in Händen macht sich Eirika mit neuer. Ja. Eirika macht sich mit Neuer. Entschlossenheit auf den Weg. Entschuldigung, dass es manchmal so hält, aber. Die Passage durch den alten Wald von Saar führt sie nahe an die Grenze geradeaus. Ich werde jetzt bestimmt irgendein paar Sachen in dem Video gesagt haben, was ich jetzt nicht mehr weiß.
Sorry, aber ich werde es irgendwann nochmal erwähnen, als sie sich der Stadt Seraphiu nähern. Da habe ich gerade drüber geredet, ob ich Seraphiu dazu sage. Ich habe mich jetzt noch dazu entschieden, Seraphiu zur Stadt zu sagen. Hört sich eigentlich cool an. Das steuern sich Erikas Befürchtungen, da nur wenige feindliche Truppen aufmarschiert sind. Doch im Schatten der Bäume lauern noch nie zuvor gesehene Schrecknisse. Also sehen wir so ein paar Gegner. Und die sehen ganz komisch aus. Kapitel 4, Uralter Schrecken. Hab grad gehustet. Mikrofon nach oben. So. Dann sehen wir das hier. Wir nähern uns Seraphio an der Grenze zwischen Renes und Grado. Sobald wir diese überquert haben, befinden wir uns in Grado. Bis nach Anwes ist es dann nicht mehr weit. Vorausgesetzt natürlich, wir können die Grenzen ohne Zwischenfall passieren. Oh, sieh doch, dort drüben. Diese seltsamen Gestalten, was sind sie? Sind das überhaupt Menschen? Etwas derartiges habe ich noch nie zuvor gesehen. Was mag es sein? Was haben wir nur getan, dass wir all diese Prüfungen auf uns nehmen müssen? Was geschieht nur mit uns? Was können solche Abscheulichkeiten nur auf dem Angesicht unserer Welt wandeln? Uns auf die heiligen Steine beschützen? Da sehen wir neue Sprites von neuen Charakteren. Lute, bitte außerhalb der Mauern ist es gefährlich. Bitte bleib im Dorf. Das sind Zombies, nicht wahr? In Tagen der Dunkelheit waren sie die Vorhut des Dämonenkönigs. Das Buch von Azanai beschreibt sie in Kapitel 2, Absatz 7, Paragraph 8. Du weißt von ihnen? Pah, ich bin ein Wunderkind. Ich kann mich beinahe an alles erinnern, was ich jemals gesehen habe oder gehört habe. Laut dem Buch greifen Zombies mit Rasiermesser scharfen Klauen an. Klingt schmerzhaft, findest du nicht? Naja, nun, es mag sein, wie es ist. Aber ich muss den Reisenden da draußen zu Hilfe eilen. Du solltest hier in der Sicherheit des Dorfes verweilen. Na schön, es macht mir nichts aus, hier zu bleiben. Es scheint ohnehin die klügere Wahl zu sein. Magie ist weitaus mächtiger als jegliche Monsterklaue. Der dichteste Pelz, die stärkste Rüstung sind nutzlos gegen die Macht der Magie. Ja, ich hätte auch die Schwertkunst studieren können. Doch nichts ist meinerwürdiger als die Magie. Selbst wenn dieses Dorf von Monstern überrannt werden würde, könnte ich allein es perfekt verteidigen. Reisende, hört mich an, der alte Wald von Sahar ist gefährlich. Wendet euch nach Süden und durchmesst diesen Ort, bevor euch die Monster umzingeln. Wer seid ihr? Mein Name ist Arthur. Der Tempel hat mir den Auftrag gegeben, den Wald von diesen Dingern zu befreien. Aber der dunklen Kreaturen sind es nun so viele. Ich frage mich, ob ich allein viel gegen sie ausrichten kann. Ich muss euch bitten, die Flucht zu ergreifen, solange ihr noch könnt. Dunkle Kreaturen? Ich spreche doch nur, wohl nicht etwa über jene Monster, die einst dem Dämonenkönig dienten. Das kann nicht wahr sein. Sie sind nichts als Legenden und Märchen. Ja, das dachte ich auch, als ich von ihnen Kunde vernahm. Doch sind sie hier. Das ganze Land ist überschwemmt von ihnen. Weil sie sich wohl schon verbreitet haben mögen. Mit Sicherheit treiben sie nicht nur in Renesionesen. Also, falls ich jetzt mal ein bisschen stoppen muss, um was zu sagen, liegt es daran, dass mein Hals so ein bisschen scheiße ist. Sorry, dass ich jetzt nicht vorgelesen konnte. Hals. So, bitte erlaubt mir, mich darum zu kümmern. Was Schatten, möge das heilige Licht von diesem Land bannen. Also, mein Vorlesen wird jetzt eigentlich ziemlich scheiße sein. Ich habe jetzt nämlich gerade zum Husten. Das wollte ich jetzt noch mal erläutern. Dann sehen wir die Kampfanimation von dem neuen Magier. Von dem Magier. Sonst, das ist der, nicht Magier.